Fröhliches Moin in die Runde. Komme auch heute nicht ohne meinen Spicker aus. Ich bin flexibel, belastbar, kreativ, innovativ, begeisterungsfähig, teamfähig und kreativ und etwas unordentlich. Ich habe jetzt eine halbe Stunde mein Känguru gesucht und nicht gefunden. Der Anfang, ein Zitat aus den Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling. Was bin ich? Momentan bin ich krank. Aber ich bin auch kreativ. Das unterschreibe ich schon mal sofort. Ich trage meistens schwarz. Aber ich bin farbenfroh und bunt. Und wenn Farben Bedeutungen hätten und für Eigenschaften stehen würden, dann bin ich sehr viel orange. Kreativ. Ach ja, das hatten wir schon. Auch extrem viel gelb. Optimistisch. Fröhlich. Glücklich. Aber auch grün, natürlich, ungeschminkt, vital. Ja, sonst würde ich wohl gar nicht mehr hier sitzen. Und natürlich blau, kommunikativ, beruhigend, vertrauenserweckend. Sogar etwas violett, spirituell, mysteriös, aber auch etwas braun, wenn es für einfach, ehrlich, bodenständig steht. Okay, rosa, ganz wenig. Hin und wieder auch weiß, simpel, pur, minimalistisch. Ich bin bunt. Vielfältig, abwechslungsreich, aufgeschlossen und lebensfroh. Lebensfroh. Ich bin Angela, 52 Jahre, zwei Söhne, einen tollen Partner, viele Freunde. Krank. Aber ich bin dem Tod schon einmal von der Schippe gesprungen. Ich bin lebensfroh.